Nee, mein Ziel ist. Ja, servus Leute. Heute wieder mal ein Kochvideo. Heute wird das Feldkniven F1 in der Küche etwas getestet. Scharf, ja? Yeah, nice job. Scharf, dann mal. Ja, heute machen wir, besser gesagt, die liebe Neue, die macht frittierten Reis mit Gemüse und etwas Hühnerfleisch. Ja, bis jetzt war die Neue mit den Messern immer recht zufrieden. Ja, das geht dahin. Ja, VG10-Stahl, balliger Anschliff, rasierscharf das Teil und das ist logisch, dass das auch in der Küche recht gut funktioniert. Beim Fleisch auf jeden Fall. Jo, also ich werde jetzt immer wieder etwas filmen, ab und zu auf Pause drücken. Ja, just for fun einfach, ne? So. Ja, die Neue, die weiß schon, wie man mit Messern umgeht. Easy. Nice hat. Ja. You can open a light click for. Übrigens, heute haben wir einen Reiskocher gekauft. Das Teil ist klasse. Jawohl. Die Tomate hat auch keine Chance. Ja, das F1 ist einfach ein klasse Messer. Also man kann wirklich sagen, finde ich, dass ja, Feldkniven F1 ist eins der universellsten Messer. Eine optimale Größe, klasse Klinge, rasierscharf eben, super Handlage, ja, in allen Belangen ein super Messer. Kann mit dem Teil beinahe alles machen. Cooles Messer. So, Knoblauch darf natürlich nie fehlen. Das wird ein lecker Essen. Schrimps, etwas Schrimps kommt da rein. Das Hühnerfleisch. Geht ab. Leute, ich sag's euch, esst Knoblauch, das verfeinert jedes Gericht. Das riecht schon wieder super lecker. Etwas Salz. Etwas Zucker. Ja. Sind Gerichte aller Thailand. Also das ist wirklich immer super lecker. Etwas Maggi probieren wir mal.
So, und jetzt kommt das Gemüse rein. Ein Ei. Ein Ei ist zu wenig. Da müssen zwei Eier rein. Herrlich. Und jetzt der bereits gekochte Reis. Boah, Leute, das riecht schon wieder so lecker. Einfach nur herrlich. So, ich nehme mal was F1 hier weg. Klasse Messer, Leute. Und klasse Essen. Das gibt einen Festschmaus. So, und zuletzt die Tomaten und der Lauch. Und bald ist das Essen fertig. So, ich muss jetzt mal probieren. Oh. Leute, ich kann dieses Gericht bei bestem Gewissen empfehlen. Fertig ist unser Essen. Ich muss jetzt dann zur Arbeit und ich darf hier etwas mitnehmen. Also Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.